Hallo Leute und herzlich willkommen zu Rust Folge 2. Falls ihr beim letzten Mal nicht dabei wart, empfehle ich euch die Folge nachzuholen, denn da seht ihr meine ersten richtigen Spieler-Interactions. Heute werdet ihr sehen, wie ich zum Monument gehe und hoffentlich einen wegsnack. Ich tue mal meinen Speer nochmal weg, dass die nicht sehen, dass ich hier direkt bewaffnet bin. Die Base da vorne ist vermutlich belebt. Ich habe vermutlich direkte Nachbarn. Müssen wir schauen. Man, don't kill me! Okay, das sind zwei Stück. Ah, fuck, Junge, als ob. Die waren gerade nicht hier. Ich brauche einen Bogen. Die haben alle einen Bogen. Damit fetzen die, ey. Ich wusste halt auch nicht, dass ich One-Hit bin. Real Talk. Ich überlege, ob ich mal zu den Abandoned Cabins gehe. Okay, was ist das hier? Die Cabins. Hier gibt es halt sicher was zu looten, ne? Ja, eine Kabine. Solarpanel, okay. Leiter. Eine Rüstung, auch okay. Gut, ich versuche mal weiter Cloth zu finden und headed zur Base. Hier ist Hemp. Wie viel Cloth gibt mir das? 10. Brauche ich ein bisschen mehr, ne? Da braucht man dann gut was von, du. Hier haben wir einiges. Guck mal. Hier noch. Da vorne. Den hier. Und ich als kleiner Gierstund hole mir auch noch den hier hinten. Zack. Ich habe nur das Gefühl, meine Base ist halt direkt 1 Meter in der Action, ne? Alles safe. Bam. Wie viel Hemp habe ich jetzt? 90. Oh. Bogenkick, Digga. What the fuck? Als ob, oder? Dann pfeife ich hier jetzt mir noch alles, was geht, einfach für Leben. Und ich glaube, das Solarpanel ist sogar echt gut. Das nehme ich. Dann nehme ich mal 15 Pfeile erstmal. Dann kommt hier die zweite Kiste. Und da tue ich dann mal alles rein, was ich recyceln gehen will. Ihr wisst schon, für Ressourcen. Wie schießt man nochmal? Rechtsklick und dann mit Linksklick feuern, ja. Wie kann ich hier moven? Gar nicht. Okay, beim Schießen kann ich nicht. Sobald ich jumpe, hört er auf. Aber ich kann ducken, okay. Das wird das Play sein, ne? Den hier und dann zack. Und dann zack. Aber gut, dann lass mal versuchen. Ich meine, wer weiß, vielleicht kriege ich ja wirklich einen Kill. Und dementsprechend dann ein bisschen Loot. Guckt euch meine Bärenfarm hier an. Bisher hatte ich meine Encounter ja immer, wenn ich hier war. Die hat auch, glaube ich, einer Bäume gefarmt. Der nicht ich bin. Okay, Leute, ich gehe jetzt balls deep. Ja, verzeiht mir, wenn ich sterbe. Aber man muss es halt versuchen, wisst ihr? Alter, ich habe so Muffensausen jetzt, ne? Mit dem ganzen Shit. Meiner einzigsten Waffe quasi. Und damit gehe ich jetzt hier rein. Kommt einer mit einer Knarre tot. Aber wenn ich halt gewinne, habe ich eine Knarre. Da ist ein Pferd. Ist vielleicht einer noch hier? Der mit dem Pferd gekommen ist? Dann fangen wir mal an, Jungs. Gegönnt. Bleibt mir ja nichts anderes über, als zu sagen, scheiß drauf. Schön zu Bunny hoppen. Oh, Low-Grade Fuel. Alter. Das ist wertvoll. Real Talk, das ist wertvoll. Wie viel habe ich denn? 15. Da geht aber noch mehr. So klar, ich könnte safe zocken. Könnte aber auch voll abgehen. Da hinten habe ich noch ein Fass gesehen. Genau hier. Ihr glaubt das vielleicht nicht. Aber so viel Action wie hier eben war, ich habe so die Buchs gerade voll. Ich bin so derbe angespannt. Also ohne Scheiß. Aber ich muss es tun, ne? Wenn ich es nicht tue, komme ich nicht weiter. Wo ist denn der Recycler? Da vorne ist noch eine Truhe. Ich möchte gerne einmal hier rein. Alter, ey. Ich wusste ja, dass Rust so ein bisschen immersiver ist und man es eher fühlt. Das ist ja ein Horrorspiel hier. Jetzt echt. Hier waren halt eben die ganze Zeit Gamer, ne? Hier ist, glaube ich, der Recycler. Sieht gut aus. Rein, 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 rein. Okay, ich habe Low-Grade-Fuel, das war's für mich. Das Low-Grade-Fuel, warum ich da gerade so angespannt bin, weil ich jetzt auch auf einmal guten Stuff habe hier. Für mich guten. Brauche ich, glaube ich, für einen Ofen, dass ich überhaupt hier mehr Metal und so machen kann. Und Werkbank und überhaupt dann Waffen und so. Deswegen ist das gerade sehr, sehr geil. Und ich glaube, ich connecte hier auch ins Wasser rüber. Weil ich da ein bisschen safer bin. Ja, genau hier hin. Den Fallschaden wollte ich, Leute. Den hatte ich gebucht noch. Okay, aber ich glaube tatsächlich, was ich in Rust jetzt machen muss, ja, ich bin ja ein absoluter Bob, ich weiß ja nichts, weiß die Basics und kann so ein bisschen zielen mit dem Bogen, aber mehr kann ich halt so auch nicht, wisst ihr? Und ich glaube, was ich tatsächlich machen muss, ist kleine Loot-Runs immer wieder, bis ich PvP krieg, einfach um da reinzukommen, um mich dran zu gewöhnen, ans Bogenplay zu gewöhnen und halt vor allem, um die Gear 4 zu verlieren, Leute, weil das habe ich gerade extrem, da bin ich gerade akut betroffen. Komm, 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 komm. Gear 4 bedeutet so viel wie, ich habe übel die Buchs voll, dass ich hier gleich alles verliere, was ich habe. Okay, ey, das war aber ein guter Loot-Run, ne? Das hier musste ich jetzt alles recyceln gehen und ich glaube, das tue ich auch jetzt so. Ich mache mal hier einen Recycle-Run ready. Das kann alles...
in den Recycler, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die Schnur kann. Aber das auf jeden Fall. Ey, Alter. Ich habe so Schiss, da jetzt wieder rauszugehen, ne? Kann ich mir vielleicht, habe ich einen... Ja, ich habe... Okay, guckt mal, Leute. Das mindert meinen Schiss, dass ich jetzt sehe, ich habe einen Ersatzbogen. Weil mir das ja quasi so ein bisschen garantiert, dass ich danach noch einen Run da reinholen kann. Und dann gucke ich mal, für den Ofen brauche ich 50 Low-Grade Fuel. Ja, 15 haben wir schon mal. Das heißt, ich muss tatsächlich einfach da noch mehr looten gehen, ey. Schnell noch einen Recycle-Run, solange es... Oder soll ich zum Leuchtturm? Ich glaube, ich gehe nochmal zum Leuchtturm, Real Talk. Ich will ja gerade nicht looten, sondern nur recyceln. Und mir gefällt dieses Umgucken beim geradeauslaufen so, so gut, ne? Hier ist gelootet. Fuck. Na, hier ist alles gelootet. Heißt halt, hier war einer. Heißt aber auch, mit bisschen Glück kann ich hier... Oh, perfekt. Das alles in Ruhe recyceln. Derweil schauen, dass keiner kommt. Boah, sehr geil. Das ist viel. Und ich habe noch mehr, denn ich scheiß auf Solarpanel. Ich brauche das nicht, ey, mit Strom. Junge, das kriege ich doch im Leben jetzt nicht hin. Dann nehme ich lieber die Ressourcen. Boah, das gibt's sogar gut. Das gibt's sogar gut. Ich glaube, das kann ich wieder recyceln. Ja, sehr, sehr clean. Nicer Scheiß, ey. Das ist wirklich viel, was ich habe. Damit kann ich gut was anfangen. Und out, 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 out. Kurz peeken. Ist hier einer? Nee, keiner da. Keiner da. Aber irgendwo muss hier einer bauen, ey. Weil warum sonst lootet man... Das Teil, so wisst ihr, wenn ich jetzt, ich war jetzt gerade im Hafen, habt ihr ja gesehen, was da an Lootboxen abgeht. Und hier waren immer nur so drei Fässer und eine Truhe. Vielleicht ist der, der hier oben rechts baut, zwischen hier und meiner Base, ja tatsächlich aktiv und farmt das. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Hier, die Base meine ich. Aber hier habe ich nichts gesehen, das ist aus Holz hier. Glaube nicht, dass der aktiv ist. Let's go, Leute. Ey, kann ich mir jetzt eine Metalltür machen? Ja, könnte ich. Eine muss ich mir machen, glaube ich, ne? Ja, eine muss sein. Aber ich brauche halt dann sowas hier. Ein Research Table. Metal Fragments. Okay. Ja, Ofen halt. Und eine Workbench. Wood Metal Fragments. Rein, 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 rein. Ey, wir haben auch wieder Hemd für noch einen Bow. Jetzt bin ich ein bisschen beruhigter. Jetzt würde ich nochmal einen Harbor Run tatsächlich versuchen. Und nochmal gucken, dass ich... Ist das Harbor? Nee, das ist da. Ja, ich würde einen Harbor Run auf jeden Fall jetzt nochmal machen. Wenn ich denn weiß, wie ich hier so eine Tür abgerissen kriege, ne? Hier ist einer. Deswegen wollte ich mir eben eine zweite Tür machen. Nützt jetzt auch nichts. Ich will halt wissen, wie ich hier das abreiße. Okay, I see. Im Wiki steht, die Tür muss offen sein. Ja, die Tür muss offen sein. Okay, ich verstehe auch die Logik. Das ist halt, damit man In-Raid nicht auf Easy-Basis hier sich durchschießt. Die einmal nach innen. Bam, bam, lock. Gut. Ich würde halt gern ein bisschen expanden. Einfach nur, damit ich halt safe vor Typen bin, wie dem, der jetzt genau gerade an meiner Base oben sitzt und wartet. Ich bin ja ein bisschen fucked gerade, ne? Geh mal nackig. Einfach nur, um zu schauen, ob da wirklich jetzt einer sitzt. Ah, da sitzt halt einer, ne? Let's do this and this. Aha. Mein Baseboard ist auch scheiße, ne? So retrospektiv betrachtet. Kommt hier jeder Dödels vorbei und kann einfach von hier meine Tür wegcampen oder von dem Stein oder wo auch immer der Bock hat, ne? Ich sollte vielleicht echt einfach einen Run machen, um zu gucken, dass ich mich in PvP krieg, ne? Dass ich mal sterbe, Leute. Klingt dumm, aber mir bringt das aktuell wirklich was zu sterben, weil ich einfach lerne so. Ich habe ja noch nie PvP in diesem Game. Außerdem einen Typen, dem ich da letztes Mal den Stein gegen die Rübe gedonnert habe. Zünden wir den Jochen mal rein, ey. Scheißdreck, mein Puls geht wieder so ab. Ich hoffe, es kommt ein bisschen rüber, was das Game mit einem macht. Aber wenn man hier solo ist... Oh. Ich habe Pfeile vergessen, lol, ich dödel. Rückzug. Pfeile, Rams und go. Da liegt einer, oder? Lol. Hatte der ein Disconnect oder was? Aber er hat mir halt kein Low-Grade-Fuel gegeben. Was so viel bedeutet wie... Ich muss trotzdem noch engagen. Was so viel bedeutet wie... Ich habe Ultramuffen wieder. Ja, hier die Dinger sind da. Und die hier geben Low-Grade. Hier ist einer mit Pferd. Nicht so geil. Okay, hab's. Würde ich trotzdem hin. Einfach um diese Scheißangst im PvP hier loszuwerden. Es nervt wirklich, ey. Ihr könnt da auch... Ihr kennt das sicher aus anderen Games. Du kannst halt nichts gegen machen.
Außer dich einfach Hals über Kopf reinwerfen. Und alles riskieren, ne? Okay, Pferd steht hier. Sharks geht hier. Oh, scheiße. Der hat Schuhe an. Hit. Ich habe halt nur einen scheiß Hemd, ne? Haben uns beide gehittet. GG, Bro. Okay, Leute. Aber musste ich. Der war auch geared as fuck, aber zwei Hits. Okay, okay, okay. Ich komm rein. Ich komm rein. Dann gehe ich jetzt für den, Leute. Puh, es wird auch wieder dunkel, ey. Es wird auch wieder dunkel, Jungs. Leck mir am Arsch. Da ist er, da ist er, da ist er. Schade. Hab ihn! Nice, nice. Da ist noch einer im Raum. Habt ihr gesehen, das Licht da an der Tür? Ja, exakt da. Ach nee, das ist nur das Blitzding. Ja, okay, ich glaube jetzt hier nachts rumpimmeln. Für PvP macht halt keinen Sinn. Ich gehe zurück und dann gucken wir, wie es sich entwickelt. Bisschen Loot, Junge. Bisschen Profit. Erster richtiger Kill, sag ich mal. Fackel kurz an. Ab hier hoch. Okay, Leute. Alter, ey. Puh. Okay, ich habe zwar übelst die Pumpe immer noch voll. Es wird wieder Tag. Ich würde gern nochmal rein. Hier ist ein Pferd. Hier ist einer. Das war gerade noch nicht hier. Ich würde gern einmal sneaken jetzt. Und gucken, ob ich den sehe. Dann lasse ich den nämlich für mich looten. Und ziehe ihm die Rübe weg, wenn der angezockt kommt. Park sein Pferd dann weg, dass der nicht, dass der da hinkommt, aber dann so denkt, als ob mein Jürgen weg ist. Und dann da im Kreis rennt. Und dann bin ich da mit meinem Bogen. Ja, hier hat er gefarmt. Nee, hat er nicht. Hä? Warum farmt er das nicht ab hier? Dass die hier drei Hits brauchen, ist auch so. Nice, low-grade fuel. So gemein. Habe ich, habe ich. Ich glaube, ich schnapp mir sein Gaul. Denn im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Es sind halt wieder 12 Low-Grade Fuel. Die möchte ich leider, auch wenn ich PvP will, möchte ich die leider genauso für den Ofen aufbewahren. Ist einfach wirklich wichtig. Let's go. Ich zock jetzt straight rüber einfach. Direkt zum Recycler gucken, ob da einer ist. Hier ist mein Lootbag noch von eben. Hier ist halt gelootet. Recyceln, recyceln, recyceln. Ab, 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 ab. 50 Clothes hat's gegeben. Dann checke ich jetzt, ob hinten die Barrels respawned sind. Gamer links nicht, Gamer rechts nicht. Da ist ein Gamer. Er will recyceln. Er recycelt. Lol, ich kann den im Wasser nicht hitten. Okay, scheiß drauf. Ich joink ihn und zisch ab. Habe ich alles? Ja. See ya later, my boy. Weg, 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 weg. Boah, Alter. Okay, bitte erklärt mir, ob ich den im Wasser echt nicht hitten kann oder was das ist. Durchzocken, durchzocken. Ich gucke, ob die Fässer hier respawn sind. Ne, sind sie nicht. Let's go, let's go, let's go. Ey, das war aber perfekt gejoinkt. Er legt rein, ich komme, hitte, er flitzt. Zack, looten, looten, looten und weg. Ich hätte ihn dann gern gekillt. Das Geile ist halt, damit du hier deine Sachen bekommst, musst du zu Monumenten. Und da ist halt PvP. Das bedeutet, damit du in diesem Spiel vorankommst, musst du grundsätzlich PvP zocken. Und das finde ich halt eigentlich richtig cool. So ein Ark musst du halt immer direkt erstmal eine ganze Woche PvE suchten, bevor du überhaupt mal dann einen raiden kannst oder so, weißt du? Das ist halt
der Unterschied in dem Sinne. Rutzen wir uns mal düt. Oh, oh, oh. Ja. Ciao.